Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Angry. Der dritten heutigen Folge, vorher kam der Mittelerde-Fight-Club und Let's Play der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Und später kommt noch Let's Play The Lord of the Rings Adventure Campaign. Das dritte Zeitalter geht heute ein bisschen kürzer. Ich weiß gerade aus dem Kopf leider nicht, ob wir es geschafft haben, aber ihr werdet es ja später sehen. Beim letzten Mal bei Enclave haben wir, wie schon der Name des Parts verrät, die ersten Eindrücke von den Outlands gewonnen. Wir haben die Halbling getestet. An sich war die recht gut, aber leider sind wir gestorben, da es neue Gegner gibt, die Steingnome, feurige Wesen mit sehr üblem Nahkampfschaden, die im Fernkampf quasi kaum zu töten sind. Ich habe nachgestellt, wie versprochen, und wir spielen gerade die Druiden. Wir haben 30 Gold im Pott und 2 Heiltränke. Ja, der Goblin-Fanatiker, den wir beim letzten Part mal gesehen haben, hatte einen Heiltrank. Und ja, wir haben jetzt die leichte Rüstung und 2 Stäbe dabei. Das hier ist der Stab von Ken, der Stab der Fäulnis. Und dann haben wir hier noch den Stab, den ewigen Winter. Der ewige Winter ist, wie ich vermutete, sehr gut gegen die Felsen. Ansonsten ist der ewige Winter übrigens Schrott, habe ich gemerkt. Also die normalen Gegner macht er nichts. Jetzt wissen wir auch, warum wir 2 Stäbe mitnehmen können. Kummdurch habe ich jetzt nicht dabei. Weil ich mir dachte, erstmal die anderen. Ja, und wir sind hier. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Da ist gerade noch ein Fäulnisstab gezogen. Wir müssen halt jetzt öfters Stäbe wechseln. Weil der Fäulnisstab ist. Munition. Ist useless gegen die Felsengnome, aber der ewige Winter ist useless gegen die Orks und Goblins und sonstigen finsteren Gesellen. Ja, die leichte Rüstung tragen wir auch, aber wir haben halt keine, ich sag mal so ein bisschen nichts an Heiltränken. Ich habe nicht mitgenommen, die zwar schon gefunden, ich habe auch noch keinen genommen, wie ihr seht. Hier ist, glaube ich, ein Nader. Hier unten war ja noch Gold. Kann man jetzt schon leicht erkennen, aber eben auch Felsengnome. Das heißt, wir gehen in die Info-Perspektive, weil es einfach nicht mit Zielen rechnen ist. Da kommen wir. Und da ist der erste schon kaputt. Und da ist der zweite kaputt. Leider bekommen wir gerade dauernd Schaden. Jetzt haben wir noch ein Viertel Leben. Wir nehmen einmal Feuerpfeile mit. Also ihr seht, der Stab des ewigen Winters killt sehr schnell. Wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß das. Einen halt nehmen wir mal. Und ich switche wieder zum vollen Stab. Nehmen wir das Gold hier mit. Dann haben wir 45 Gold und jetzt gehen wir in unbekanntes Gebiet weiter. Wir haben einen Heiltrank noch. Ich denke mal einen Heiltrank. Im Verfahren des Outlands. Hier ist nochmal Gold. 50 Gold. Das hätte ich jetzt gerade fast übersehen. Da unten kommt man noch nicht dran. Ich will rein doppeln. Aber die Goblins waren ja schon in Mu'Azzam kein Problem für uns. Schleudernde Druiden. Doch hier sind sie kein Problem mehr. Mir gefällt noch nicht, dass wir durch die Luft gehen. Zum Beispiel letzten Part haben die Orks ganz begeistert Steine geworfen. Jaha! Das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Da ist ein Fernkämpfer. Ein Orkombardeur. Das überrascht mich jetzt nicht besonders. Können wir den irgendwie von hier aus killen? Irgendwo da oben rum. Da hat er uns getroffen. Haben wir ihn im Visier, aber das ist halt echt da, also. Da haben wir ihm jetzt Schaden gemacht. Wir sehen jetzt die kleinen Punkte. Na auch, Bombardeur. Schnauze voll. Da kommt er runter. Da will er uns im Nahkampf verheeren.
läufst du hin. Aber er rennt nur in seinen Tod und gewährt uns eine weitere kleine Geldsumme. So. Jetzt können wir hier hoffentlich durchgehen. Das überrascht mich aber nicht, weil es schon letzten Part in die begeisterten Felsen getroffen. Da unten könnte man lang. Ich will aber erstmal nach hier. Wenn wir hier 300 Gold zu sammeln. Hier, viel Gold. Da vorne sehe ich einen Checkpoint in der Ferne. Aber die Checkpoints bringen es ja leider nicht. Das ist eine Zone. Das ist übrigens ein Makel. Die Checkpoints sorgen ja nur dafür, dass wir halt nicht automatisch sterben, aber damit Geld verlieren, wenn die Checkpoints dann relativ wichtig sind. Zumindest wenn man alles Gold hat. Da oben will ich noch was kriegen. Da will ich hin. Da glänzt was. Wie komme ich da hin? Vielleicht über den. Wow. Ich weiß nicht, wie ich den Baum hochkomme. Vielleicht hier unten. Könnte man vielleicht hoch. Aha, nicht in die Lava fallen. Beim letzten Part sind wir einmal in die Lava gefallen. Das war ungesund. Wie jetzt nicht sehr überraschend. Ah, da glänzt es doch. Ha! Geschafft. Stuart triumphiert. Hier ist ein weiterer Off-Bombardier. Gehen wir schnell tot. Dann haben wir 60 Gold erworben. Das dann nicht haben. Ah, das ist gut. Aber egal, wir sind ja kleine Raff, also nicht raffgierig, aber wie kleine Elstern, wir nehmen alles, was wir tun. Ja, das war gerade der erste Vergleich, den ich spontan hatte. So, vielleicht kommen wir dann auch da hoch, nämlich. Ah, nein, anscheinend nicht. Darunter kommt einen anderen Weg vielleicht noch. Das sieht doch irgendwie versprechend aus. Ja, kommen wir oder kommen wir nicht? Also auf jeden Fall haben wir noch einmal Gold gemacht. Schlecht war der Weg jetzt nicht. Ah, ich will eigentlich gar nicht so nah an der Lava sein. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn doch, müssen wir halt wieder nochmal versuchen. Wir gehen jetzt hier lang. Oh, fest. Abgewechselt und losgeheizt. Ich behaupte immer noch, dass das Eis. Ah, hier wieder Boss. Einer ist tot. Der zweite auch. Das tat aber sehr weh. Einmal Feuerpfeil. Die bringen uns halt leider nichts. Ich behaupte immer noch, dass es Eis, weil die kleinen Steingnome sind. Also die gefeuert und so kriegen es nicht. So, jetzt haben wir keinen Trank mehr. Aber wir haben zwei weitere Gegner. Wäre ich jetzt fast reingefallen, hätte ich nicht noch mehr. Mal gucken, ob ich irgendwas finde. Wie gesagt, dass ich einen Checkpoint. Natürlich ein weiterer Goblin. Oh, und ein Sprenger wieder. Leider wuselt er wieder so rum. Bleib doch mal stehen, Goblin. Ich möchte dich ermorden. Danke. War doch nicht so schwer. Da bist du nämlich tot. So, immer noch kein Heilung. Ah. Er ist tot. Und zweiter Tod. Die konnten uns jetzt nicht berühren. Der Stabwechsel nervt ein bisschen, wie mir auffällt. Aber es ist halt nötig, sonst sieht man kein Land hier. So, weitergehen. Hier gibt es noch einen Weg. Checkpoint aktiviert. Wie gesagt, da ist ein Checkpoint halt ziemlich nützlich. Das hier sieht so aus, als könnte man da hin. Ja, das ist aber wieder sehr gefährlich hier, weil da kann man... Also ich weiß nicht, ob
man klettert. Ach, man kann ja klettern, ne? Man kann ja klettern. Oh ja, ganz erfolgreich ist sie geklettert. Ach man, ja gut. Wir starten neu. Normalerweise ging das ja mit dem Klettern. Das haben wir im Tutorial gesehen, damals im Kerker. Aber irgendwie jetzt gerade wollte sie nicht. Also ja, da war ungesund. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Ja gut, so weit sind wir noch nicht gelaufen. Ja, es sind ungefähr eigentlich gegen die Ex-Perspektive. Von mir jetzt erstmal keine Felsenblume. Weil ich sie ja Feuerblume nennen würde. Erste tot und wie kann der zweite es wagen zu leben? Das ist der zweite tot, wollte ich sagen. So, das ist abwechselnd. Okay, hier kommen jetzt gleich die Orks. Na, wir müssen eingehört. Das ist der andere. Tot. So, unser erster Heiltrank. Ich bleib noch kurz auf den Freundestab, weil hier kommt der gleich der nächste. Gold. Munition. So. Da wechseln für die Felsenblume hier. Na, kleine Felsenblümchen. Ach, und da ist das Spiel abgeschmiert. Das mit dem Spiel abschmieren nervt übrigens immer noch. 19 Minuten haben wir noch. Wir gehen nochmal ins Level rein. Und da werdet ihr jetzt gleich die Aufnahmen sehen. Ich habe es ja schon gesagt, aber. Ihr seht sie da jetzt gleich nochmal. Hier eben als erstes der ewige Winterstab und als zweites der Thron der Freundestab und wieder die Rüstung. Wie gesagt, den Krummdolch habe ich jetzt mal nicht mitgenommen. Wenn man den Krummdolch mitnimmt, könnte man statt den Tränen der Freundes den ersten Mistralstab nehmen, aber der Tränen der Freundestab ist einfach so schön beim Schaden. Deswegen habe ich mich gegen den Krummdolch entschieden. Auch weil ich beim Nachstellen bei Murasam gemerkt habe, dass man die Sachen auch mit dem Stab zerstören kann. Im Let's Play ging das irgendwie nicht, aber beim Nachstellen dann schon. Ich glaube, der Kumpel ist ja wirklich nicht, weil man keinen Mana hat. Aber das Mana lag sich relativ schnell auf, also weiß ich nicht. Jetzt hier zum Tor rennen, wo es aufgeht. Immer noch auf dem M darüber. Ich finde immer noch so eine neue Anwendung. Dann die Totennähe. Jetzt ist der Goblin tot. Ich frage mich halt nur, wozu man hier die Munition bitte kriegt. Mal das Gold bei dem Feuer genommen, weil die Jägerin dürfte hier ziemlich gefühlt sein. Na? Anscheinend sind so kleine Horde da. Beide tot, halbes Leben. Einmal Feuerpfeile, einmal da unten das Gold holen und Schlag wechseln. Gott sei Dank geht der Wechsel relativ schnell. So. Also das nächste Mal merken wir uns nicht gegen eine Treppe springen, weil irgendwie hat das mit dem... War doch auch ein Gegner, ne? Irgendwie hat das nicht hingehauen. Ach richtig, hier kommen die Felsen jetzt. Dann kommt hier gleich der... Oh, Hoffmann. Da ist ihn gerade im Visier.
dahin wieder. Und ihn verwundern können. Ja, der Folgeschaden von dem Giftstab ist immer noch großartig. Er funktioniert halt noch nicht immer. So. Pfeile. Kommst du her? Gold. Leider hat uns jetzt wieder viel zu oft getroffen. Ich glaube, ich brauche gleich den Tragen. So, wo war denn der andere? Der Gruppenfanatiker. Hier ist einmal Gold. Der Gruppenfanatiker war ja irgendwo hier. Ich würde mir gerne vorne noch wahrscheinlich die Falle holen. Ja, ich weiß, es ist gerade nur eben Perspektive. Ich werde gleich wieder in die normale Perspektive wechseln, aber kurz. Zack. Sonst kommt man hier nirgendwo hin, ne? Nee. Muss nur hier hoch, aber das bringt halt nichts. Da ist ja nichts mehr. Okay. Den Goblin-Fanatiker will ich noch töten, dann gehe ich wieder in die normale Sicht. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob ich den Anhalt tun soll. Den nehmen wir ja gerne noch auf. Da unten war ja nochmal Felsenblume. Aber erst werde ich gerne den Goblin-Fanatiker besuchen. Der muss ja eigentlich hier irgendwie sein auf dem Turm, weil vorher. Ach, ja, der ist gestorben. Hier war mal Gold. Frühes. Das Gold nehmen wir gerne. Ich hätte ihn ja trotzdem gerne, weil er hat einen Heiltrank. Und den Heiltrank. Ja, okay. Dann machen wir uns doch zuerst an die Felsen. Wie gesagt, ich komme immer im Doppelpack und die sollen echt diese Schatzmaschinen zu sein. Weil die oft hier bei den Zapfen, also bei den Goldschiffen sind. Einer tot. Beide tot? Nein, der zweite ist noch da vorne. Der hatte uns nicht gefunden, scheinbar. Und leider hat uns einmal getroffen. Kacke. Dann nehme ich jetzt den Trank und gehe wieder in die normale Sicht. Dann wechsle ich auch den Stab aus. Dann nehme ich das Gold. So. Jetzt muss ich kurz aufstehen. Weil die Sonne blendet nicht gerade. Eine Sekunde. Da bin ich wieder zurück, Freunde. Das war aber kurz notwendig, weil die Sicht ist ja hier eben als ein bisschen doof. So, jetzt frage ich mich trotzdem gerade, wo der eine Goblin ist. Eine Goblin-Fanatiker, ich hätte wie gesagt gerne seinen Heid hier organisiert. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Hier war jetzt gleich hier, müssen wir mal kurz rüber. Da ist ein Goblin. Das war aber nicht der, den ich gesucht habe. Er ist tot. So, ich will kurz hoch. Ja genau, hier kommen jetzt die Felsen. Und hier kommt jetzt der Ork. Da gehe ich nochmal hier in den Nahkampf. Die Perspektive. Läuft.
Da ist er abgesprungen und beim Abspringen gestorben. Was für ein Held. Wie komme ich jetzt an das Gold da dran? Das ärgert mich jetzt, dass er im Rabfallen gestorben ist. Wegen diesem Goldstück hier. Nach. Ja, der Schaden über Zeit hat ihn leider dumm sterben lassen. Ich hole mir jetzt erstmal das hier. Da kommt man ja hoch. Das haben wir vorher schon festgestellt. Das ärgert mich ja jetzt. Den einen, da könnten wir eigentlich auch nochmal antriggern. Der uns gar nicht bemerkt, scheinbar. Na, wo ist er hin? Ah, er ist gestorben. Okay, der hat zumindest sein Gold ordentlich hinterlassen. Solche Orks mag ich, die ordentlich sterben. So, holen wir uns hier. Das ist halt nur Pfeil. Bringen uns gar nichts, aber trotzdem nichts haben. Wie kommen wir denn jetzt hier an das andere Gold? Vielleicht so. Nee. Ah, der ist gerade abgestorben, ja, wegen dem Giftschaden. Manchmal ist der Giftschaden auch schlecht, wie man sieht. Weil das hier kommt man nicht hoch. Damit müssen wir leider nochmal neu starten. Ja, tut mir leid, Freunde. Tut mir leid, Freunde, damit müssen wir leider nochmal neu starten. Wir haben leider nur noch 9 Minuten. Sieht so aus, als würde ich beim nächsten Part bis zum Checkpoint nachstellen. Aber vielleicht finden wir ja diesmal wieder die Goblin-Banane, weil der war ja gerade nicht angekündigt. Also ich gebe wieder eine Ego-Perspektive, das ist wie gesagt ganz leicht zu treffen. Uns leider wieder ein paar Mal getroffen, sind aber tot. So. Goblin. Da ist der erste Heiltrank. Dann fange ich jetzt schon fast rein. Der andere Ort. Da ist er tot. So, da ist der Ort Anführer. Reden. Diese Steine waren fast ein Treffer, aber nur fast. Ernsthaft, die sind ganz aktiv, die Aufwärmbewohner. Da habe ich den Goblin-Flasche gerade gesehen, aber das ist der erste Ort. Zack. Und jetzt der Goblin-Fanatiker. Gerade eben habe ich ihn gesehen. Da ist er. Bam. Bist du tot? Nein. Du tötest mich nicht, mein Junge. So, dann müssen wir jetzt erst einen Eintrag nehmen. Der sieht für mich übrigens immer noch nach Ork aus. Das sieht für mich immer noch nicht aus nach einem Goblin. Aber gut. Da haben wir es eben schon. Ja. Gut, jetzt machen wir uns dann die 4 Felsengnome. Um nochmal die 2x3 Goldmünzen einzusammeln. Die wollen wir nicht vergessen. Aber diesmal war der Goblin-Fanatiker wieder da. Also ist der Daumen manchmal nicht. So fällt es im Raum. Zeit für eine kühle Abkühlung. Leider einmal getroffen. Schlecht. Macht aber nichts, weil wir wahrscheinlich eh nachspielen. Und ich wahrscheinlich eh wieder nachspielen muss. So, Gold, Gold, Gold. Ich finde mich echt in der Hälfte, aber das war gar kein so schlechter Vergleich. So, jetzt ist hier vorne die Felsenblume. Hier unten. Ich
meine Bleite hier etwas von unten gesehen. Das macht mir aber nichts. Leider wieder zweimal getroffen. Ich hoffe, im Nachspiel schafft es besser. Aber ich muss den einen Trank jetzt nehmen. So, wir wechseln den Stab und die Perspektive. Ja, man muss ja öfters seine Perspektive einnehmen. Wissen wir ja noch. Leert ja zum Beispiel die Super nehmen wahrscheinlich. Das ist jetzt eine Vermutung, das weiß ich nicht. Leider haben wir jetzt wieder zum Beispiel den Trank jetzt ausgegangen. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Gold. Hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir den Ort nicht wieder in der Luft schieben. Muss nicht lang gehen. Ach, und da ist das Spiel abgeschmiert. Okay, dann werde ich jetzt aufhören, weil wir haben nur noch 5 Minuten. Das heißt, morgen haben wir eine 5 Minuten längere Folge bei Enclave. Ich werde bis zum Checkpoint spielen. Der Checkpoint war das letzte, was wir gesehen haben. Und danach gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Ich meine, die Folge war jetzt relativ gut. Wir sind nur einmal gestorben und das war leider Dummheit. Ich hatte halt gehofft, dass sie hochklettern kann, aber sie konnte es nicht. Ansonsten war ja jetzt nicht so viel. Also das Outland scheint euch geradlinig zu sein. Ah, jetzt sind es zum Beispiel nur noch 4 Minuten. Das Outland scheint euch geradlinig zu sein und die Gegner sind gar nicht so stark mehr. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu 34 Minuten. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.